Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Pokémon Gelb Edition. Oder Pokémon Gelb Edition Pikachu Spezial Edition. Was für ein ultra langer Name. Vor allem in einem Namen zweimal das Wort Edition mit bei. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Und weiter, wir haben drei Orden. So, da oben ist eine Trainerin. Da unten geht es weiter. Dann gehe ich erstmal zur Trainerin. Was ist hier oben? Da ist ja auch noch ein Trainer. Gut, dann muss ich aber erstmal die Trainerin. Und dann den Trainer. Also erst rechts, dann links. Konnichiwa. Dum, 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 dum. Wanderer nehmen Zweige, um ihre Wege zu markieren. Da finde ich normalerweise Krümel bei Hänsel und Gretel. Pfadfinderin möchte Kerpfen. Pfadfinderin setzt Pummelhof ein. Oh nein, ich bin Pummelhof. Können wir das einfach mal direkt schlafen legen? Wetten funktioniert schon wieder nicht. Ah doch, funktioniert. Sehr schön. Yay. Hab nämlich keinen Bock auf. Hab nämlich keinen Bock auf Pfund. Und wie Pummelhof kämpft, wissen wir mittlerweile. Am Anfang Gesang und dann Pfund, 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 Pfund. Immer Hauf drauf. Oh, 340 EP. Taubsi. Oh. Ein lange nicht gesehener Gegner. Und schon ist er weg. Mauzi, oh Gott. Mauzi, ich weiß gerade nicht. Mauzi ist, glaube ich. Wir machen nochmal Schlaf, Bruder. Scheiße. Nein. Wir haben KP verloren. Ach komm, leck mich. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel du aushältst. Von daher, gehen wir einfach mal auf Nummer sicher. Ich habe mein Bestes gegeben. Es gewinnt 400 Yen. Dass Pfadfinderinnen immer so wenig Geld haben. Puh. So, was ist mit dir, mein Lieber? Haha. Kannst du mich besiegen? Ja, das werden wir sehen. Lalalala. Kleinstein. Und weg ist er. Oh. Wir haben einen runden Geburtstag. Noch ein Kleinstein. Aua. Noch ein Kleinstein. So, da machen wir jetzt einfach mal hier, ne? Konfusion hat ja letztens nicht funktioniert mit One-Hit, aber ich hätte gerne einen One-Hit, von daher. Haben wir wenigstens ein bisschen Abwechslung bei der Benutzung unserer Attacken? So, wo geht's hier hin? Oh, da oben ist noch ein Trainer. Okay, der Höhlenabschnitt ist ganz schön verwirrend. Du bist ein Pok... Was? Du besitzt ein Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Ne, der geht zu Professor Eich. Der hat so viele... Der verkauft die garantiert. So, Fleckmon. Da auf jeden Fall Psystrahl, beziehungsweise wir machen direkt mal Schlaf, Bruder. Keine Wirkung, ach, leck mich doch. Was? Oh, Alter. Mach einfach Schlaf, Bruder. Jedoch. So. Dann können wir jetzt hier ordentlich draufhauen. Warum ziehen wir jetzt so viel ab? Haben wir nicht letztens noch drei Angriffe gebraucht? Hätte ich ihn ja doch gar nicht schlafen legen brauchen. Okay. Und daran, dass wir stärker geworden sind, kann es nicht liegen, weil wir haben gerade mal ein Level dazu bekommen. Egal. Bin ich zufrieden mit. Noch ein Fleckmon. Och, lädt mich doch. Komm, okay, komm. Jetzt bleiben wir einfach bei Psystrahl.
So, Fleckmann wurde besiegt. 420 EP und... Und noch ein Fleckmann. Willst du mich verarschen? Digga, wie viele von diesen Viechern gibt's eigentlich? Ich dachte, die sind ausgestorben. Ah, nein, der hat auch seine Psychstrahl blockiert. Dieser Hurensohn. Klappt Fusion mit einmal? Natürlich genau nicht. Ein Hurensohn. Was ein Hurensohn. Ach, Herr Minierchen. Scheiß Pokémoniak, Alter. Geh weg. Ach, ich bin ja so neidisch. Ah ja, immer 1000 Yen. Da ist eine Leiter. Okay. Ein Glück sind die Höhlen im Pokémon-Kristall nicht mehr so lang wie hier. Das ist ja... So, geht's hier runter? Nein. So, ansonsten ging's hier noch runter. Da geht's nach links. Wow, gar nichts. Aber was war denn da unten rechts? Da war doch auch noch was. Da war doch auch noch ein Trainer. Oder war das der Eingangsbereich? Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir am Anfang runter oder hochgegangen sind. Vielleicht ist das hier quasi... Ja, wohl klar, wenn es hier rausgeht, dann ist es auch die Ebene, auf der es reinging. Dann war der Trainer, den wir unten rechts gesehen haben, der im Eingangsbereich. Das heißt, ja, wir sind in der Höhle tatsächlich jetzt durch. Sehr schön. So, zum Abschluss noch einen kleinen Stein. Den wir aber getrost ignorieren. Bin ich jetzt schon wieder? Alter, wie lang ist diese Höhle? War das nicht schon die dritte Ebene? Dann müsste das jetzt die vierte Ebene sein. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Dann muss ja quasi noch eine Ebene kommen. Oh, ich bin verwirrt. Alter, diese Höhle. Ist jetzt ein wildes Pokémon, ne? Da kann ich einfach flüchten. Naja, zwei Trainerinnen, bisschen Training. Huch! Kommen wir im Dunkel bloß nicht zu nah. Digga, hier ist hell. Ich hab einen Blitz. Ein Knuffensa. Knuffensa nutze ich auch immer in der blauen Edition. Weil, da hat er. In der blauen Edition nehme ich ja als Starter-Pokémon in der Regel immer Shigi. Und von daher habe ich halt kein Pokémon, das er schneller kann. Und dementsprechend hole ich mir dafür mal. Extra für Zerschneider hole ich mir immer einen Knuffensa. Weil es gibt halt schon relativ weit am Anfang. Pipi. Von daher ist Knuffensa halt so meine erste Wahl. Gesang, hoch, leck mich doch. Hoffentlich ist der Tunnel nicht mehr zu lang. Und jetzt garantiert immer die ganze Zeit Pfund. Heuler. Warum Heuler? Naja, wenigstens kein Pfund. Ey, danke. Yay! Ein Glück nutzt Pipi die ganze Zeit Heuler statt Pfund. Aber unser Zepter könnte doch irgendwann mal wieder aufwachen hier, oder? Sag mal. Digga, wie lange pennt es eigentlich noch? Ist mitten am Tag. Okay, ich glaube, wir brauchen doch Psychstrahl, weil mittlerweile ist unser Angriff so stark gesunken. Digga, was geht hier ab? Ah, geht doch! Alter, was zur Hölle? Oh, bringt das überhaupt noch was? Ah, doch, okay. Ich dachte, unser Angriff ist mittlerweile so stark gesunken, dass wir überhaupt nichts mehr machen. Alter Schwede, ey. Es war zu dunkel. Ja. In deinem Hirn ist es so dunkel. Nutzt die ganze Zeit Heuler. Was für ein dummes Vibe. Weißt du, unser Smetbo hat 5 Runden lang oder 6 Runden lang gepennt. Der hätte jedes Mal Pfund benutzen können. Dann wären wir weg gewesen. Aber nein. Naja. Dummheit wird bestraft. Oder ihr Pipi konnte gar keinen Pfund. Yay, Taubsi ist weg. Noch 3? Ach, Ratz.
Volltreffer. Ja, doch. Jetzt noch zwei. Noch ein Kratz. Wie viel AP haben wir eigentlich noch? Knuffenser. Oh, noch zwei AP. Willst du mich verarschen? Alter, müssen wir schon wieder zum Pokémon Center gehen. Oh Gott. Vielleicht ist dieser Kacktunnel eigentlich noch. Du bist ein harter Brocken. Ja, der Tunnel hier aber auch. Das ist ja schlimm. Ich speichere mal. Hä? Okay, hier geht's nicht lang. So, jetzt können wir eigentlich nur noch Zielstrahl benutzen. Wie viel AP haben wir da noch? Naja, komm. 11. Oh, mal gucken. Hoffentlich kommen jetzt keine Trainer, die immer 6 Pokémon haben. Weil wir brauchen halt pro Pokémon mindestens einen Angriff. Das heißt, wir können jetzt noch 11 Pokémon besiegen. 12 Pokémon noch besiegen. Mauzi. Ich mache nicht, dass er aber Psychstrahl. Wobei er Mauzi, glaube ich, sogar Psychstrahl überlebt hat, ne? Nee, okay, nicht. Noch 3 Pokémon. Gut, da nutzen wir jetzt Konfusion. Ich wollte gerade sagen, dann nutzen wir jetzt Knuffenser, aber das hätte nicht so ganz gepasst. 330 TP, wir erreichen Level 41. Yay! Topfi. Tja, jetzt können wir nur noch Psychstrahl benutzen. Alter, was? Der Fisch hat einen höheren Initialwert als wir? Was ist das für ein scheiß Fisch? Ich komme gleich mal rüber hier. So, Pfadfinderin besiegt. Alle meine Pokémon wurden besiegt. 400 Yen. Ah, da unten ist ein Schild. Ich glaube, das dürfte der Ausgang sein. Jawoll. Was geht mal weg hier? Okay. Eigentlich haben wir doch keinen Abzweig zum Pokémon Center gemacht. Der Ausgang ist ja doch relativ nah, glaube ich. Das Schild sollte signalisieren. Jawoll. So, direkt speichern. So. Ja, wir lassen die ganzen Typen erstmal alle links liegen. Ich gehe erstmal direkt zum Pokémon Center. Ah, die beste Melodie der Welt. Diese Melodie von Lavania Town ist ja legendär. Und zwar auch außerhalb von Pokémon. Natürlich weiterhin durch Pokémon, klar. Aber es gibt davon auch haufenweise Horror-AMVs, die quasi diese Melodie oder Remixe davon benutzen. Ist schon nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt mal hoch, genau. Die wollen uns natürlich alle ans Bein wichsen. Möchtest du mit Pokémon sehen? Ich glaube eigentlich eher nicht, aber naja. So, Pokémon Maniac möchte kämpfen. Alter, ich lese immer unten und vergesse immer zu gucken, wie viele Pokémon die haben. Ich meine, nicht, dass es jetzt wirklich interessiert, aber... Naja. So, Trantorso besiegt, 370 EP, Pokémon Flagmon. Oh Mann. Was wollen die alle mit Flagmon? Ah, endlich hat sich der Fisch mal selber verletzt. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn die Gegner verwirrt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich selber treffen, trotzdem wesentlich geringer, als wenn wir verwirrt sind. So, mittlerweile habe ich ja gelernt, dass auch hier die Bäume Items tragen. Aha. Echt eine Top-Ether, sehr schön. Da habe ich ganz ehrlich vor Pokémon Kristall,
ne, bei Pokémon Kristall hatte ich ja gesagt, bei dem anderen Baum, da gibt es auch so eine Büsche, da kann man ja Beeren sammeln. Und deswegen habe ich hier einmal aus Versehen quasi auch so ein Ding angesprochen und ja, hier findet man tatsächlich auch Items. Ich bin nicht fit. Okay. Was auch immer die uns versucht damit zu sagen. Upsi. Oh, wir haben fast das doppelte Level. Sehr schön. 250 EP, Tobuga. Oh, aber auch auf der Level 21. Das ist Jäger. Okay. Okay, Vorführeffekt. Jetzt greifen sie sich immer selber an. Ach ja. Hab leider keine schwächere Angriff-Attacke mehr, meine ich noch. Was? Oh, du mit dem scheiß Initialwert, ey. Oh, weg damit. Yay. 400 Yen. Und direkt der nächste. Was? Hat er uns gerade ausgelacht oder was stand da gerade mit H? So, zwei Pokémon. Mach ich. Lolala, möchte kämpfen. Kalkstein. Das klassische. Und ein Onix. Und natürlich auch wieder genau das gleiche Level. Oh, 486er wieder. Sehr schön. Haha, was? Was labert der Typ? Hat der gekifft? Gibt's hier Drogen in dem Spiel? Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Und zwei Pokémon. Ein Onix. Level 19. Und es folgt ein Gero. Aber auch nur Level 19. Na gut, da sollte Psychstrahlfälle, Konfusion hell reichen. 540 EP. Yay. Ich kann wieder klar denken. Ja. So, mehr ist hier nichts. Gut, dann sind wir jetzt endgültig in Lavonia Town. So. Gut, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier weitermachen müssen. Erstmal natürlich wieder obligatorisch in alle Gebäude reingucken. Mal schauen, wie wir uns den Dreck ganz überlabern möchte. So. Gott, wie viele jetzt hier draußen rumstehen. Geisterspuk im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Okay. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Okay. Glaubst du an Geister? Nein. Hahaha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Nein, ist ein Geist. Ja. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja gut, sehr seltsame Weltansichten hier. Hallo, ich bin der offizielle Namensbewerter. Soll ich denn die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja, ich habe ja keine Spitznamen. Ja. Von welchen Pokémon soll ich den Spitznamen bewerten? Am besten mein Pikachu. Das heißt nämlich Pikachu. Ich glaube, der Spitzname ist perfekt. Der Spitzname ist Pikachu, oder? Ja. Ein schöner Name. Gefällt der dir? Was? Er hat das echt akzeptiert? Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Nein. Bitte gehen Sie einfach weg. Komm wieder vorbei, wenn du möchtest. Ja, ja, tschüss, tschüss, bye bye. Digga. Was ist das für ein alter Mann, ey? Ich hasse Team Rocket. Die Dragosso arme Mutter. Was? Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Okay.
Tragosso, Tragosso. Ach so, deren Mutter. Ah. Hab grad gefragt, zu welchen Tragosso die da eigentlich labert, aber gut, die selber hat einen Tragosso. Das erklärt natürlich einiges. Mr. Future Siemens? Was? Ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Na, wahrscheinlich zu irgendeiner FSK 8. Veranstaltung. Das hier ist Mr. Futures Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Ja, das hat er dir vielleicht erzählt, aber. Ne? Alte Männer erzählen so manche Sachen, um kleine Kinder ins Auto zu locken. So. Das war's schon. Okay, Pokémon Center war bereits drin. Sonst gibt es scheinbar nicht. Hier nach rechts geht ein Weg. Nach unten geht ein Weg und das hier oben ist der Pokémon-Turm, gehe ich mal davon aus. Hier gibt es auch noch irgendwo ein Kraftwerk. Mal gucken, ob wir da auch hinkommen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was machen wir jetzt als erstes? Wir quatschen einfach mal alle wildfremden Leute hier an. Ich bete für Pipi. Schlutz! Ich kann nicht aufhören zu weinen. Okay. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Ich drücke normalerweise andere Sachen aus. Fukano, warum hast du mich verlassen? Ich bin ein Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Digga, ich glaube mal, du stiftest dir mehr Unruhe als die Geister. Lass dir mal schön in Ruhe, ja? So, mehr Leute gibt's hier nicht. Okay, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Treppe hoch. Lol. Zu Treppen sage ich Leitern und zu Leitern sage ich Treppen. Easy. Es wäre halt so cool, wenn diese Tafeldinger hier halt interaktiv wären, ne? Wenn man da irgendwie welche Namen lesen könnte oder so ein Scheiß. Wäre schon ein bisschen witzig. Ja, ist das hier Gary oder was? Ja. Hallo Ash, was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. Digga, ich weiß gar nicht, woher dein Optimismus kommt. Ich hab dich schon dreimal in den Arsch gelegt. Oh ja, 5 Pokémon schon. Gary möchte kämpfen. Gary setzt hier Ibitak. Was denn Ibitak her, sag mal? Ist ja garantiert geklaut. Aus der Cornflakes-Packung. Smetbo Level 25. Wäre nicht immer ein Fall für Glutexo? Oder auch Pikachu, ist ja Flug-Pokémon, ne? Die Frage ist, macht das Pokémon-Tauschen echt Sinn? Eigentlich nicht. Ah, nee. Weil wie gesagt, Pokémon-Tauscher hat halt den großen Nachteil, der kann halt der Gegner mehr erstmal angreifen und ja. Ibitak kann Konfusion? Digga, was kippt denn der Typ eigentlich? Lol. Muschas. Na super. Das ist ein Wasser-Pokémon, da sollte eigentlich Konfusion kein Problem sein. War natürlich klar, ein Pixel bleibt übrig. Muschas wurde besiegt. Smetbo hält 570 EP. Yay. Gary Vulpix. Okidoki. Feuer-Pokémon. Sehr schön. Was zur Hölle? Warum hält Vulpix so viel aus? Ist doch gerade mal Level 22. Naja, jetzt ist es weg. Wir bekommen 300 EP und erreichen Level 42. Ja, lol. Oh, Sandarm. Sandarm ist... Ach nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, gegen Sandarm haben wir Probleme, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur, wenn wir Pikachu hätten. Wollen, ne? Blitz, Erde oder Boden und so. Aber ist ja nicht. Und Evoli. Konfusalion, Clear Spieß. Ne, ich mach mal Psystrahl. Weil ist schon Level 25 und greift einfach zuerst an.
Kann es sein, dass Psystrahl einen extrem scheiß Initialwert hat? Oder haben unsere Gegner einfach super hoch? Ja, okay, nee. Bei Konfusion greift die Viech auch zuerst an. Scheint also allgemein der hohen Initialwert zu haben. Kack, Evoli. Evoli wurde besiegt. Svetlo hält 500 EP. Und Ash besiegt Gary. Yay. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Ja, vor allen Dingen, nachdem ich dich schon viermal besiegt habe. Langsam musst du ja wissen, mit was du hier zu tun hast. Ash gewinnt 1600 Yen. Lol. Kannst du 10 Euro? Wir sind reich. Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Digga, wenn du noch einmal Kumpel und ich schieb dir mal mein Smetbook direkt hinten rein. Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Okay. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Okay. Auf Nummer wiedersehen. So, wie viele AP haben wir, denke ich, noch? Status? 17 von 25. Geht eigentlich. Gut, auf jeden Fall mache ich hier trotzdem mal Folgenpause. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja, ich möchte speichern. Von daher dann, bis dann. Irgendwie so.